Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein paar richtig schöne Geschenksets von Benefit, die ein super cooles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ich habe auch den Adventskalender hier, auch den werde ich euch zeigen. Der hat allerdings nur 12 Türchen, deswegen habe ich gedacht, kann ich das schön kombinieren. Also wenn ihr noch was sucht für Weihnachten oder auch jetzt zum Advent, dann seid schnell, denn der Adventskalender und auch ein paar Sets sind gerade richtig cool rabattiert bei Douglas. Ich verlinke euch logischerweise alles unten in der Infobox. Und wenn ihr jetzt Lust habt zu sehen, was da konkret drin ist, wie meine Meinung ist und ihr auch ein Set gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß mit dem Video und los geht's. Also ihr Lieben, ich war total baff. Ich habe das Set von Benefit bekommen und die haben mir auch gleichzeitig noch diese coole Strickjacke mitgeschickt. Da steht hinten drauf Benefit. Ich kann das super zu Hause anziehen. Die ist mega warm und ich freue mich total drüber. Ich finde es ein richtig süßes Design und ich dachte, ich ziehe es direkt an, weil ich mich total gefreut habe. Und ich teile meine Freude natürlich auch gerne mit euch. Deswegen werde ich euch ein Set verlosen. Ich zeige euch am Ende, was ich euch genau verlose. Ich werde euch bestimmt auch ein paar Teile aus dem Adventskalender noch da reinpacken. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal mit dem Set, was ich auf jeden Fall an einen von euch verlosen werde. Und das erste Set, was ich euch zeige, nennt sich Hot for the Holidays. Die kommen in so wunderschönen Blechschalen, die ihr wiederverwenden könnt und die man natürlich auch noch befüllen kann, auch noch mit zum Beispiel Süßigkeiten oder anderen Goodies, wenn ihr das verschenkt, das ist halt auch kein Problem. Und in diesem Set ist einmal ein Mini Professional drin. Ich zeige euch das aber gerade mal ganz in Ruhe, wie das ausschaut. So schaut dieses Set aus. Es ist super schön gemacht. Das ist halt voll passend zu dieser Strickjacke auch. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich finde das mega süß. Wenn man den Deckel öffnet, sieht es so aus. Und ich zeige euch jetzt einfach mal gerade, wie das da drin ist. Und wie gesagt, das kann auf jeden Fall einer von euch gewinnen. Und da hier noch ein bisschen Platz ist, werde ich euch bestimmt noch was dazu packen. Ich finde, diese Sets haben ein mega cooles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und zwar, ihr erhaltet hier drin eine Full-Size-Mascara, und zwar die Roller Lash Mascara. Das sieht man vorne drauf, finde ich gar nicht so, dass das eine volle Größe ist. Das finde ich richtig, richtig cool. Und es ist auch eine volle Größe von dem Hoola Bronzer von Benefit drin. Den habe ich mir schon selber gekauft und auch schon in diversen Sets auch drin gehabt. Ich finde den richtig gut. Ich habe den heute auch verwendet. Und eventuell schaffe ich es euch, das auch kurz mal einzublenden, dass ihr so ein Vorher-Nachher seht. Dieser Bronzer ist ein richtiger Bestseller, den gibt es schon ewig. Das war auch eins der ersten Produkte, was ich mir persönlich von Benefit gekauft habe. Ich liebe ihn und ich finde, das ist ein super cooler Wert für dieses Set. Denn als drittes Produkt kommt noch der Professional in klein. Und ich muss euch ehrlich sagen, mehr als das Kleine braucht man auch meistens nicht, weil das ist ein Primer, den ihr euch nur auf die Stellen auftragt, wo ihr etwas vergrößerte Poren habt. Und bei mir ist das zum Beispiel eigentlich nur in diesem Bereich. Das heißt, ich nehme immer nur eine mini, mini kleine Menge und packe die mir genau hier drauf. Das mattiert so ein bisschen, füllt die Poren auf. Und da habt ihr eine schöne Größe, um das Ganze auszuprobieren. Das wird euch trotzdem bestimmt ein halbes Jahr halten. Hier sind 7,5 Milliliter drin und dann kann man auch mal wieder was anderes probieren. Also ich glaube, diese Größe passt auch theoretisch. Und diese drei Produkte haben einen Gesamtwert von 78 Euro. Ihr könnt dieses Set allerdings zusammen mit der schönen Verpackung für nur 34,95 € bei Douglas shoppen. Ich glaube, das ist das einzige Set, was nicht rabattiert ist. Aber vielleicht könnt ihr jetzt zum Black Friday trotzdem noch einen Code verwenden. Wenn das so ist, werde ich euch das mal unten in die Infobox schreiben. Oder ihr könnt natürlich auch noch mal gucken, ob ihr irgendwo einen Deal seht. Aber ich glaube, bei Douglas ist das schon ganz cool vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So, und ich finde, alleine sowas macht sich auch total gut unterm Tannenbaum. Das heißt, falls ihr noch ein Geschenk für einen Make-up-Lover sucht, da sind auf jeden Fall die Bestseller von Benefit drin. Der Primer, der Bronzer und auch noch eine Full-Size-Roller-Lash-Mascara. Richtig tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Spart ihr ungefähr die Hälfte. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. So, kommen wir zum zweiten Set. Also die ganzen Sets verlinke ich euch natürlich. Das zweite habe ich jetzt mal ausprobiert. Das fand ich richtig gut. Und zwar nennt sich das Jingle Brows. Und da geht es nur um Augenbrauen. Und dafür ist Benefit natürlich total bekannt. Und hier drin habt ihr auch drei Full-Size-Produkte. Und zwar einmal den Precisely My Brow in der Farbe 3,5. Den habe ich gerade drauf und ich habe den auch eben gerade verwendet. Ich liebe diesen Augenbrauenstift. Der funktioniert einfach immer, egal an welchem Tag, weil es ist häufig so, wenn ich was anderes probiere, dass es irgendwie nicht klappt und so. Aber das ist so ein Augenbrauenstift, darauf ist einfach immer Verlass, dass der einen nicht im Stich lässt und dass damit immer ein schönes Ergebnis garantiert ist, ne?
So, und gleichzeitig habe ich mir auch das Gimmelbrow drauf gemacht. Auch das habe ich schon ganz, ganz lange selber in Benutzung. Meins ist eigentlich alle geworden. Insofern freue ich mich total, dass ich jetzt ein neues habe. Das ist auch eine Full Size. Und zu guter Letzt noch ein Produkt, das hatte ich ganz früher mal und fand das schon mega. Damals fing das gerade so an, dass man so unter den Augenbrauen highlightet. Und das ist so ein Stift, der nennt sich Highbrow Duo Pencil. Hier habt ihr auf der einen Seite eine rosane Mine und auf der anderen Seite eine leicht goldene. Und ich swatche euch das einfach mal, damit ihr das mal sehen könnt, wie das ausschaut. Ihr könnt entweder den einen oder den anderen Farbton nehmen, um unter eurer Augenbraue zu highlighten. Oder ihr könnt auch beides kombinieren. Und das habe ich gemacht. Natürlich jetzt nicht so doll, wie ich das jetzt hier aufgetragen habe, sondern einfach ein bisschen dezenter. Und ihr könnt das wunderbar mit dem Finger ausblenden. Wenn ihr zum Beispiel keinen Glitzer wollt unter der Augenbraue, weil es tagsüber ist und ihr ins Büro geht, dann nehmt einfach nur diese rosane Seite. Dann habt ihr einfach einen wunderschönen, natürlichen Highlight-Ton drunter. Und wenn ihr sagt, ach doch, ich mag es, wenn es ein bisschen schimmert, dann könnt ihr euch auch dieses softe Gold drunter geben. Das ist nicht so extrem. Also das ist kein Glitter und das ist trotzdem noch sehr, sehr natürlich. Und ich finde das richtig gut. Hier steht auch drauf Soft Gold und Linen Pink. Also wie gesagt, entweder kombinieren oder auch einzeln verwenden, wie ihr das wollt. Es ist sehr dezent und das ist ein super Produkt für den Alltag. Ihr könnt es auch nehmen, um im inneren Augenwinkel ein bisschen zu highlighten. Also ich finde es richtig klasse. Und das sind halt drei Full-Size-Produkte im Wert von 82,50 Euro. Das Set kostet eigentlich 39 Euro, aber das ist jetzt bei Douglas rabattiert auf 29. Also ihr spart 50 Euro mit diesem Set. Das ist wirklich richtig cool, weil normalerweise kostet alleine ein Stift schon fast 30 Euro und hier bekommt ihr halt noch diese beiden Sachen on top. Und das lohnt sich total, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Kann ich euch sehr empfehlen. Zusätzlich habt ihr dann auch noch diese wunderschöne Verpackung und könnt ihr auch noch wiederverwenden, könnt ihr andere Geschenke noch reinpacken. Und alleine vom Design her ist es einfach ein Traum, ne? Und jetzt kommen wir zu guter Letzt noch zu dem Adventskalender. Da bin ich total gespannt. Der nennt sich The More The Merrier, 12 Merry Days of Make-up. Das heißt, hier sind nur 12 Produkte drin, aber Benefit ist ja relativ teuer. Also meistens kosten die Produkte Minimum um die 20 Euro. Hier werden auch ein paar Travel Sizes drin sein, weil ansonsten wäre der Kalender mit einem Wert von über 200 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hoch der Wert ist. Ich werde versuchen, euch das am Ende einzublenden, wenn ich die Produkte finde. Und ansonsten werde ich euch die Preise vielleicht auch mal ein bisschen umrechnen. Der kostete eigentlich 70 Euro. Der ist jetzt auch rabattiert auf 49,95 Euro bei Douglas. Das heißt, hier sind 12 Produkte drin für rund 50 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen, wenn ihr auf Benefit steht. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Produkte das sind. Wir machen das zusammen auf. Wir haben hier super schöne Schachteln drin. Ich finde das so süß, dass das so bunt ist. Man kriegt direkt gute Laune. Und ich mache es einfach mal einzeln auf. Ihr könnt auch das natürlich wiederverwenden. Fangen wir mal an mit Türchen Nummer 1. Und das kommt nochmal separat verpackt, ist aber auch ein schönes Auspackerlebnis. Könnt ihr dann natürlich entweder jeden zweiten Tag aufmachen oder 12 Tage hintereinander, wie ihr das wollt. So. Und hier haben wir ein richtig cooles Produkt, nämlich den Roller Liner von Benefit. Das ist mein absolut liebster Liquid Eyeliner, weil der hat so eine Filzmine und damit komme ich super gut klar. Das ist jetzt logischerweise eine Travel Size, also keine Full Size, aber hier sind immerhin trotzdem noch ein paar Milliliter drin, 0,5, dass man damit das auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Das kann man gut mit in Urlaub nehmen. Dafür sind diese Größen ja natürlich auch gedacht und da freue ich mich wirklich sehr drüber, weil meiner ist leer und ich brauche auf jeden Fall einen neuen. Machen wir weiter mit dem Türchen Nummer 2. Und ich werde euch auf jeden Fall ein paar Teile davon, wenn ich die doppelt habe, auch noch mit in die Verlosung packen. Das sage ich euch dann am Ende, was es gibt. Und hier haben wir auch wieder was richtig Tolles, was ich total gerne mag. Den Precisely My Brow, den Augenbrauenstift in der Farbe Nummer 3. In diesem anderen Set war der übrigens in der Farbe 3,5. Also der hier ist ein bisschen heller und die Farbe passt mir ehrlich gesagt noch ein kleines bisschen besser.
Und deswegen freue ich mich sehr drüber. Auch wieder in der Travel Size. Was hieran ein kleines bisschen schade ist, hier ist kein Spoolie, also kein Bürstchen mit dabei, wo ihr euch die Augenbrauen durchbürsten könnt. Ich finde gerade die Bürstchen auch von Benefit ziemlich gut, weil die so ein bisschen härter sind, dass man das auch richtig gut in Form kriegt. Also ich brauche auch für die Reise ein Bürstchen. Ich finde, daran hätte man jetzt nicht sparen dürfen, aber sei es drum. So kann man das Ganze mal ausprobieren und ich würde ihn dann eher für zu Hause als für unterwegs benutzen. Übrigens, ihr Lieben, wenn euch solche Videos gefallen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine Unboxings mehr zu verpassen. Ich öffne ansonsten ganz viele Beauty-Boxen im Monat und mache auch Make-up-Tutorials, Hauls, also das volle Programm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Teil meiner Community werdet, wenn ihr es noch nicht seid. Und dann mache ich jetzt weiter mit dem dritten Türchen. Und in der 3 haben wir eine kleine Travel-Size-Mascara und zwar die They Are Real. Das finde ich ziemlich cool, dann kann man das mal ausprobieren, welche die beste für einen ist und so kann man das auch an unterschiedlichen Augen testen, an unterschiedlichen Tagen. Und man muss sich nicht gleich eine Full-Size-Größe kaufen. Ich schaue mal gerade, wie viel Gramm da drin sind. 3 Gramm. Ja, das ist ordentlich. Also es ist wirklich eine halbe Größe. Kann man sehr gut ausprobieren. So, dann geht es weiter mit der Nummer 4. Und diese Türchen sind echt sehr, sehr süß gemacht, muss ich sagen. Und hier haben wir einen kleinen Primer. Wieder ein Porefessional Pore Primer, der auch in diesem einen Set drin war mit 7,5 Milliliter. Ich glaube, das hat allein schon einen Wert von 10 Euro. Ich versuche es euch mal einzublenden, aber wie gesagt, das ist ein Produkt, das habe ich schon seit Jahren in meiner Routine und ich benutze das immer hier für die Poren, auch wenn ich einen Glowy Primer außenrum verwende. Also für die Poren nehme ich es ganz, ganz häufig, weil ich es einfach richtig gut finde und ich euch auch genau dafür sehr empfehlen kann. Ich würde mir nur nicht aufs ganze Gesicht auftragen. Ich finde, dafür ist es nicht so gut geeignet, aber partiell ist es Bombe. So, dann machen wir weiter mit dem Türchen Nummer 5 und das kommt in Rot, auch richtig süß. Und hier haben wir die Roller Lash Mascara, die eben in groß drin war, gibt es hier auch in klein. Das heißt, wir haben schon 2 unterschiedliche Mascaras. Und ich zeige euch am Ende auch nochmal einen Gesamtüberblick über alle Produkte. Jetzt kommen wir zum 6. Türchen. Ich glaube nicht, dass das was mit Nikolaustag zu tun hat, weil man das ja unterschiedlich aufmachen kann. Ne? Manchmal macht man es ja vielleicht auch so jeden zweiten Tag auf. Manche nutzen es nur für den halben Monat. Manche nehmen es als Januarkalender. Das habe ich nämlich jetzt übrigens auch von ganz vielen gehört. Die kaufen sich einen separaten Kalender für Januar, damit man im Januar auch nochmal jeden Tag ein Türchen aufmachen kann. Ist natürlich keine schlechte Idee, vielleicht mache ich das auch. Überlege ich mir noch. Und hier ist auch nochmal ein Gimme Brow drin. Wie cool ist das denn? Allerdings in einer kleinen Größe. Eben in dem Set war der in der Full Size drin. Und das ist aber auch schön, um es einfach auszuprobieren. Kommt auch in der Farbe Nummer 3, genau wie der Stift. Also wirklich sehr passend. Ich glaube nicht, dass man hier die Farbe wählen kann in dem Adventskalender, sondern dass das einfach in einer mittleren Farbe ist, die wahrscheinlich doch ganz vielen passt. Für mich passt auch ein hellerer Ton, für mich passt auch ein dunklerer Ton. Ich komme da mit sehr vielen Farben von Benefit klar, muss ich ehrlich sagen. Insofern finde ich das völlig okay. So, dann machen wir weiter mit der Nummer 7. Und dieses Schächtelchen sieht auch super süß aus. Und hier könnte eventuell jetzt mal ein Puderprodukt drin sein. Bin ich gespannt. Und zwar haben wir hier einen kleinen Hoola Bronzer. Einfach zum Verreisen wahrscheinlich, ne? Das ist wirklich sehr, sehr süß, ja. Also das gefällt mir. Das werde ich mir auch tatsächlich mit in Urlaub nehmen. Ich finde das super, dass das so in klein ist, weil dieses große Teil hier, ne, was ich ja auch habe, das schleppst du nicht mit in Urlaub, weil das einfach so riesig ist, ne? Das nimmt viel Platz im Koffer weg und hier, das kann man schön reinpacken oder auch in die Handtasche, wenn man unterwegs ist und man will nochmal Bronzer auftragen. Also das ist so ein toller Farbton, ich liebe den und ich muss unbedingt mal schauen. Ich habe gesehen, die haben jetzt auch eine Glow-Variante davon, dass ich die auch mal probiere. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es schließt auch schön, also man kann es gut aufmachen und auch wieder zumachen. Ja, da geht nichts verloren. Finde ich richtig klasse. Ich habe heute übrigens alles von Benefit drauf, was ich so habe. Also so die meisten Sachen. Ich habe auch Blush drauf und auch Highlighter habe ich auch drauf. Ich habe hier diesen Cookie, den liebe ich auch. Mal gucken, ob der vielleicht auch in klein drin ist. Das wäre super. Weiter geht's mit dem Türchen Nummer 8. Das sieht total süß aus in dem Grün. Ich liebe diese bunten Farben, muss ich echt sagen. Und das sieht aus, als ob es wieder eine Mascara ist. Und zwar ist das die Bad Girl Bang Mascara. Ich bin jetzt aber nicht traurig drum, dass hier so viele kleine Mascaras drin sind, weil ich auch jetzt bald mal in Urlaub fahre und dann kann ich einfach 2 unterschiedliche mal mitnehmen und kann das gut mal testen. Nimmt mir nicht so viel Platz weg oder vielleicht nehme ich auch nur eine mit, aber eigentlich ist das sehr, sehr praktisch, ne?
So, unterwegs. So, weiter geht's mit der Nummer 9. Das kommt wieder in so einem schönen Pink. Was könnte das denn sein? Ah, das ist der Brow Setter. Das hat so eine kuriose Form. Das ist ein farbloses Gel. Damit könnt ihr eure Augenbrauen setten. Ich weiß schon, dass sich meine Mutter total darüber freuen wird, weil ich habe ihr das letztens schon geschenkt und sie war total begeistert. Das könnt ihr super auch jemandem schenken, der sich nicht so viel schminkt, weil das einfach super die Augenbrauen in Form hält. Und selbst wenn ihr keinen Bock habt, die euch irgendwie zu stylen, wenn ihr damit drüber geht, das hält so ein bisschen die Form dann. Das ist sehr, sehr praktisch, ne? Und das Schöne an dem Produkt ist, das kann eigentlich jeder nehmen, auch die, die sich nicht schminken. Ihr könnt euch aus dem Kalender auch kleine Wichtelgeschenke basteln. Ich muss sagen, für 50 Euro finde ich das ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis jetzt auch schon mal. Dann machen wir weiter mit der Nummer 10. Und hier könnte wieder ein Puderprodukt drin sein. Mal schauen, was das ist. Oh, das ist cool. Das ist was Neues, das kenne ich noch gar nicht. Und zwar Dandelion, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Baby Pink Brightening Face Powder. Okay, das hört sich voll gut an. Wow, das ist ja geil. Das ist eine richtig schöne Farbe. Ich habe jetzt gedacht, bei Bright Pink, dass es vielleicht eher so ein Pink ist. Aber das ist schon so ein bisschen zurückgenommen und ich glaube, ganz gut passend. Das werde ich direkt mal swatchen. Das kenne ich noch gar nicht. Oh, das ist ein hammerschöner Ton. Wow, das gefällt mir total gut. Schaut mal. Das werde ich mir jetzt direkt mal auftragen. Also, ich probiere es einfach mal aus. Ich gehe hier so ein bisschen rein. Und dann trage ich mir das nur hier vorne auf die Apfelbäckchen auf. Ich meine, ich bin meistens rot, insofern brauche ich immer nicht so viel. Aber das ist ein total schöner Ton. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch in der Kamera rüberkommt. Aber das ist so ein softes Pink. Gefällt mir mega. Und den kann ich auch super mit meinem Rockateur mischen. Den habe ich nämlich in groß. Ich liebe den total. Das ist so ein, ja, auch so eine Brombeerrichtung. Oder ich sag mal, so ein leichter Pflaumeton. Ich liebe solche Töne für Blush. Und den kann man sich jetzt einfach hier auf die Apfelbäckchen drauf machen. Den kann man gut mit dem kombinieren. Ist so in einer Farbfamilie, ne? Und ja, das gefällt mir total. Das sieht mega frisch aus. Und auch ein tolles Produkt für den Urlaub oder einfach so als Kombi. Blush braucht man eh nicht so viel. Also ich glaube, das wird mir mein Leben lang reichen, ne? Deswegen bin ich froh, einfach so einen kleinen zu haben. Da kann ich den auch noch ausprobieren. Muss ja nicht immer eine Full-Size sein. Und jetzt haben wir nur noch zwei Türchen. Ich bin sehr gespannt. Aber hier alleine der Swatch auf der Hand, ne? Das ist wirklich der Hammer. Da seht ihr es noch ein bisschen besser, weil hier habe ich ja schon viel drauf. Aber ich finde schon, dass man das sieht, ne? Mega nice. Ah, cool. Und ich muss euch nochmal hier zeigen, ist das nicht süß, ey? Alleine das aufzumachen, ist irgendwie, kommt schon Freude auf. Weiter geht's mit der 11. Und das ist ein schönes, schreiendes Pink. Mal gucken, was drin ist. Ah, das ist cool. Und zwar, das ist der Porefessional in der Hydrating-Variante. Den habe ich auch schon. Und den finde ich auch gut. Der gibt einfach noch ein bisschen Feuchtigkeit und trotzdem füllt er die Poren auf. Der ist schon sehr hydratisierend und eher so für die trockene Haut gedacht. Und im Winter ist das ideal. Da mag ich den auch fast noch ein bisschen lieber als den normalen. Aber ich kann auch beide verwenden. Ich habe eine Mischhaut, ne? So, und dann kommen wir zum letzten Türchen, zur Nummer 12. Und hier haben wir eine They Are Real Magnet Mascara. Das ist toll. Das ist die brandneue Mascara, die die haben. Die habe ich noch nicht getestet. Da freue ich mich jetzt mega drauf. Das soll die Wimpern richtig lang machen, wie so ein Magnet. Ich weiß nicht, was da magnetisch ist, aber es sieht auf jeden Fall sehr fancy aus. Und da zeige ich euch mal das Bürstchen. Das ist ein Silikonbürstchen. Oh, da bin ich gespannt. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Die habe ich noch gar nicht getestet. Alle anderen Mascaras kenne ich schon, finde ich okay. Die eine mehr, die andere weniger. Es ist zum Teil auch schon ein bisschen länger her, dass ich die ausprobiert habe. Ich glaube, ich werde das im Urlaub mal ausgiebig testen. Jeden Tag eine andere Mascara. Wenn ich Fake Lashes trage, dann ist es eh nicht ganz so relevant, was man für eine Wimperntusche drunter hat. Aber im Urlaub habe ich keine Lust auf Fake Lashes oder mich generell viel zu schminken. Da reicht dann manchmal auch Mascara und ein bisschen Lidschatten. Und da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Da freue ich mich jetzt mega drüber, dass was Neues drin ist. Und ich bin auch scharf auf diese ganzen neuen Augenbrauenprodukte, die die haben. Die haben ja neue Augenbrauenstifte, neues Gel oder so eine neue Pomade. Das will ich unbedingt mal ausprobieren. Es ist aber klar, dass in so einem Adventskalender
natürlich nicht die allerneuesten Produkte drin sind, sondern so die Bestseller, die sie schon länger haben am Markt und die auch etabliert sind. Finde ich auch völlig in Ordnung. Und wenn ihr noch nie was ausprobiert habt vom Benefit und ihr sagt, ihr wollt unbedingt mal einen Querschnitt haben und schön was testen, dann lohnt sich dieser Kalender wirklich total. Der kostet, wie gesagt, jetzt gerade nur 50 Euro. Ich hoffe, es gibt ihn noch, wenn ich das Video hochlade. Ich versuche mich da zu beeilen, weil das lohnt sich total. Der hatte vorher 69,99 gekostet und ist jetzt um 20 Euro reduziert. Der Gesamtwert wird bestimmt, sage ich mal, über 100 Euro sein, weil hier sind ja 12 Teile drin und jedes Teil hat bestimmt einen Wert von um die 10 Euro, kann man grob sagen. Wenn es hin und wieder ein bisschen weniger ist, dann ist ein anderes Teil vielleicht ein bisschen teurer vom Wert her, also so auf um die 100 Euro kommen wir. Das heißt, ihr habt ungefähr einen doppelten Wert drin. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das ausprobieren wollt, ne? Und vor allen Dingen, wenn ihr die Farbe 3 auch tragen könnt, wenn ihr jetzt nicht ganz schwarze Haare habt oder ganz, ganz hell seid, ne? Also wenn ihr alles so ein Mittelding habt, blond bis dunkelbraun, dürfte das funktionieren. Okay, ihr Süßen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich euch noch in die Verlosung packe. Denn ihr könnt ja auf jeden Fall dieses coole Set gewinnen mit Originalgröße von dem Hoola Bronzer, von der Roller Lash Mascara und von dem Porefessional. Und dann packe ich euch noch was hinzu. Ich habe mir jetzt überlegt, in diesem schönen Set ist ja der Porefessional drin, die Full-Size-Größe von der Roller Lash Mascara und die Full-Size von dem Hoola Bronzer. Deswegen werde ich euch logischerweise diese Sachen nicht auch noch reinpacken, das wäre ja doppelt gemoppelt, sondern ihr bekommt was anderes und zwar den Hydrating Primer, den packe ich euch noch mit dazu. Dann könnt ihr beide Primer auch mal ausprobieren und könnt mal entscheiden für euch, was euch besser gefällt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Und ihr bekommt auch noch diesen kleinen Gimme Brow, den packe ich euch auch noch rein. Dann könnt ihr das direkt auch mal testen. Und dann habt ihr ein richtig schönes Set, bestehend aus 5 Teilen. Wenn ihr es gewinnen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Benefit und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich wünsche euch ganz viel Glück dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Also mir hat super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde euch alle Produkte unten in der Infobox natürlich verlinken. Schaut da auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und gute Rabatte. Falls ihr keinerlei Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne hier meinen Kanal. Ansonsten gibt es hier noch 2 meiner letzten Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.